Die ideale Zahnreinigung ist kein Mysterium. Schon durch kleine Veränderungen Ihrer häuslichen Pflege können Sie die übliche Zahnkarriere durchbrechen. Die übliche Zahnkarriere bedeutet üblicherweise mit 50 Kronen, Brücken, Teilprothesen und manchmal schon Totalprothesen. Sie sehen hier verschiedene Röntgenbilder von Patienten aus diversen Ordinationen. Fällt Ihnen auf, dass all diese Patienten, so wie vermutlich Sie selbst, sogenannte schlechte Zähne nur im Seitzahnbereich haben? Auf all diesen Aufnahmen erkennt selbst der Laie, dass die Menschen Füllungen, Kronen, Brücken, die hellen Flecken auf den Röntgenbildern zuerst im Seitzahnbereich bekommen. Wieso? Leider hastet man allzu häufig oberflächlich über die Zähne, ist in Gedanken woanders und lässt sich von dem frischen Gefühl der Zahnpasta täuschen. Dabei wird die Front, also die Auslage, meistens ausreichend geputzt. Hinten im Seitzahnbereich haben wir Putzdefizite. Das hat Folgen. Versteckte Belege, vor allem in den Zahnzwischenräumen, führen nach einiger Zeit zur Zerstörung des Zahnschmelzes, Karies und auch zur Zahnfleischentzündung, Parodontitis. Deshalb bekommen wir also die Füllungen zuerst auf der Seite, dann haben die meisten Menschen eben mit 50 im Seitzahnbereich keine oder kaputte Zähne. Die Frontzähne werden dadurch überbelastet und mit 60 ist sie dann da, die Totalprothese, eine typische Zahnpflegekarriere. Wenn Sie also schlechte Zähne hätten, dann wären alle schlecht. Vererbte schlechte Zähne sind aber zum Glück selten. Die Betroffenen verlieren dann ihre Zähne schon in jungen Jahren, und zwar alle. Ihre hinteren Zähne sind oder waren also genauso gut wie Ihre vorderen. Wie durchbricht man aber die typische Zahnkarriere? Beachten Sie die nachfolgenden 4 Punkte und Ihr Mundstatus wird sich grundlegend ändern. Erstens. Putzen Sie die schwierigen Stellen zuerst. Die Zahnbürste ist nur ein Werkzeug in Ihren Händen. Sie kann nur die Zähne reinigen, zu denen Sie sie führen. Bedenken Sie auch, dass jeder Zahn mehrere Flächen besitzt. Eine Tatsache, die nur allzu leicht vergessen wird. Je länger Sie sich Ihre Zähne putzen, desto geringer wird Ihre Motivation. Heben Sie sich also die leichten Stellen, also die Front, zum Schluss auf. Beginnen Sie mit den Innenflächen im Unter- und Oberkiefer. Danach sind die Außenflächen an der Reihe. Zum Schluss putzen Sie die Kauflächen und die Frontzähne. Am Anfang kann das entzündete Zahnfleisch unter Umständen stark bluten. Bitte putzen Sie trotzdem weiter. Zweitens. Kontrolltest. Super geputzt oder nicht? Was Kindern Spaß macht, sollten auch Erwachsene hin und wieder benutzen. Färbetabletten. Zuerst putzt man seine Zähne, dann kaut man eine spezielle Färbetablette. Gibt es zum Beispiel in Apotheken. Überall dort, wo noch Zahnbelege haften, werden diese angefärbt. Zum Beispiel blau. Was man mit der Zunge an Farbe wegwischen kann, ist gefärbter Speichel. Was kleben bleibt, ist Zahnbelag, den man beim Putzen nicht entfernt hat. Hier muss man nacharbeiten. So erlernt man spielerisch eine neue Putztechnik, denn durch die Plaque-Tabletten programmieren Sie Ihre Putztechnik um. Drittens. Verwenden Sie einmal täglich, zum Beispiel abends, die Munddusche. Viertens. Suchen Sie sich einen guten Zahnarzt, der sich Zeit nimmt, Ihnen diese Zusammenhänge zu erklären. Mit Hilfe dieser 4 Punkte wird Ihnen die Prothese erspart bleiben. Ein mögliches abendliches Putzprotokoll könnte folgendermaßen aussehen. Munddusche, Zähneputzen, Plaque-Tabletten zur Kontrolle, zuletzt fluoridhaltige Mundspülung. Nicht verzweifeln. Sie werden sehen, wenn die Abläufe einmal eingeübt sind, benötigen Sie nur noch 5 Minuten für eine gründliche Zahnreinigung.